Peppa Wutz, Folge 16. Sonne, Strand und Schnee und fünf weitere Geschichten. Sonne, Strand und Schnee. Peppa, ihre Freunde und Familie freuen sich auf einen Ausflug zum Meer. Aber als sie dort ankommen, liegt am Strand Schnee. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Sonne, Strand und Schnee. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Morgen machen wir alle zusammen mit dem Bus einen Ausflug ans Meer. Dann können wir ja Sandburgen bauen. Ich hätte Lust zu schwimmen. Ich auch. Im Wetterbericht haben sie gesagt, dass morgen die Sonne scheint. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Oh, es fängt an zu schneien. Es ist morgen. Yippie! Die Sonne scheint! Peppa steht auf und guckt aus dem Fenster. Schnee! In der Nacht ist eine Menge Schnee gefallen. Peppa läuft zu ihren Eltern ins Schlafzimmer. Schnee, Mama! Schnee, Papa! Schnee, Schnee, Schnee! Was? Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Papa Wutz tritt vor die Tür und ist sofort ganz im Schnee verschwunden. Oh, wo ist denn Papa hin? Papa Wutz kommt wieder herein. Er ist über und über mit Schnee bedeckt. Da ist ein laufender Schneemann. Oh, mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Papa Wutz schüttelt den Schnee ab. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Familie Wutz steigt also in den Bus ein. Hallihallo zusammen. Hallo Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Burgen bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Opi Mümmels Leuchtturm. Opa Wutz nimmt Peppa, Schorsch und Klausi Kleff mit auf einen Ausflug zu Opi und seinem Leuchtturm. Der Geheimclub. Peppa und ihre Freundin Luzi gründen einen geheimen Club. Sie erfinden eine Geheimsprache und viele geheime Missionen. Doch plötzlich wollen alle in den Club aufgenommen werden. Opi Mümmels Bootswerft. Opa Wutz braucht Hilfe, denn sein Boot ist gesunken. Deswegen schleppt Opa Kleff das Boot zur Bootswerft von Opi Mümmel. Der Brombeerstrauch. Im Garten von Oma und Opa Wutz sammeln Peppa und ihre Familie Äpfel und Brombeeren, um daraus einen Kuchen zu backen. Papierflieger. Papa Wutz kann einige seiner wichtigen Arbeitspapiere nicht finden, weil Mama Wutz, Peppa und Schorsch daraus versehentlich Papierflieger gebastelt haben.